Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Susis Kreativwelt. So, heute habe ich noch ein letztes Mal einen Envy-Zoll von euch. Ich hatte ja bei meinem letzten schon gesagt, dass ich noch eine Bestellung offen habe, nur mit Perlen. Und die ist jetzt die Woche irgendwann gekommen und ja, zeige ich euch jetzt mal, was ich da bestellt habe. Ich habe nicht sortiert. Mal gerade hier hin, weil sonst ist es. Oh ja, okay, das war jetzt nicht die beste Idee. Nein, Lucky, meins. Meins. Alles meins. Alles meins. Geh weg. So. Das war jetzt echt nicht so eine gute Idee. Aber egal. Jo. Bleibt mal hier. Jetzt rutschen die nämlich alles weg. Das ist super toll. Naja. So, ich fange an. Jetzt fangen die Hunde an zu bellen. Es ist wie immer. Ich will ein Video machen und es ist Chaos. Übrigens mein Vögelchen, das habe ich jetzt immer hier auf dem Tisch stehen. Ja, ist voll niedlich, ne? So, wer das Video nicht gesehen hat, hatte ich die Woche ein Video gedreht, die Kooperation mit. Ich habe mal nochmal geguckt, das müsste eigentlich auch nicht Ästhetiker, sondern Ästhesizer heißen, ne? Aber ja. Weil man mal nicht päpstlicher sein als der Papst, ne? Genau. Okay, wir fangen mal an. Und zwar habe ich mir hier so ganz mini Spacer-Perlen geholt. Ich wollte sowas ganz Kleines haben, weil ich finde es immer ganz schön, wenn sowas gerade so zwischen schwarzen Perlen oder sowas, sowas Kleines noch dazwischen ist. Und die sind jetzt wirklich klein. Weiß auch gar nicht, wie ich das hinkriegen soll. Also mit Brille und Pinzette wahrscheinlich. Das kriege ich die gar nicht drauf auf die Schnur. Aber das werde ich testen und werde euch dann Ergebnisse zeigen, wenn ich sie habe. Genau. Ja. Das sind diese. Irgendwo habe ich noch, aber wisst ihr was? Ich zeige es euch einfach so, wie es jetzt hier liegt, ne? Weil anders wird das nichts. Dann habe ich mir schwarze Lavaperlen bestellt. Und zwar einmal hier die großen und die sind echt toll. Ich wollte schon immer Lavaperlen haben und ich finde die mega. Ja, das sind halt so große. Also, ne, könnte man auch gerade so spontan einfach ein Armband draus kädeln. Steht gar nichts drauf. Doch 10 mm sind sie genau, weil größer wollte ich nicht. Ich war mir jetzt nicht sicher. Irgendwie haben die gerade so groß gewirkt, aber es sind halt nur 10 mm. So, einmal diese, dann habe ich sie hier in 8 mm. Jetzt hat er Hunger. Nein, Lucky, jetzt nicht, es dauert noch einen Moment. Ich sage, wenn es Essen gibt, ne? Genau. So, das sind dann 8 mm. Auch halt so schöne Größe für einen Armband. Also alles. Also ich sage immer, alles bis zu 10 mm ist okay. Ja. Das ist jeweils ein Strang, ne? Und das sind, ich weiß es nicht, das sind, wir sehen, also das hier ist ein Riesenstrang. Ich weiß gar nicht, wie viele da drauf sind. Also, ah nee, das sind mehrere, guck mal. Dann war das irgendwie so ein Angebot, dass ich das geholt habe, weil das sind 3, 4, 5 Stränge. Gut, hätte mich auch gewundert, ne? 5 Stränge. Dann, wie gesagt, dann war das auf jeden Fall ein Angebot, sonst hätte ich das nicht geholt. Aber schwarze Perlen habe ich sowieso nicht, von daher. Alles super. So, das waren jetzt nochmal die großen. Ich mache es nachher fertig. Dann gehe ich mal davon aus, dass die 8 mm. Ja, steht ja auch groß drauf, ne? Brauche ich gar nicht zu gucken. 5 Stränge auch. Ja. Ich bin gerade irritiert, weil der Lucky springt hier vor mir rum und spielt mit irgendeinem Tier. Naja. So, und dann habe ich hier die kleinen, die 6 mm. Aber das ist jetzt nur ein Strang. Genau. Ja. Die sind so. Das ist die Nummer. Ich
war gerade ein bisschen irritiert, weil ich habe gar nicht gesehen, dass mein ältester Sohn ist reingekommen. Und ist jetzt, dass der reingekommen ist, habe ich gar nicht mitgekriegt, nur dass er jetzt wieder rausgegangen ist. Deswegen war ich gerade etwas irritiert, sorry. So, wo machen wir denn weiter? Was haben wir denn hier? Ah, das sind einfach nur so Quetschperlen. Da habe ich nämlich auch kaum noch was. Da habe ich mir mal noch mal ein paar mitgeholt. Ich benutze die zwar kaum, das sind nur 20 Stück. Aber manchmal ist es ganz gut, ne? Wenn man mal was zwischendurch festmachen will. Da sind nochmal 6 mm. Hätte mich auch gewundert, wenn ich nur einen Strang geholt hätte, wenn ich bei den anderen überall 5 habe. Ja. Und dann habe ich hier nochmal so Spacer-Perlen. Die sind ein bisschen größer. Die hier haben noch so ein Streifenmuster drin. Das sind 100 Stück. Und das hier sind ganz einfache, die sind aber größer, ne? Also die hier sind ganz klein, ne? Und die hier sind dann eine Nummer größer. Eigentlich irgendwas drauf, ne, da steht keine Größe mit drauf. Ja, das sind 20 Gramm. Das sind bestimmt 200 Stück, wenn das reicht, ja. Jo. Dann habe ich Rondelle, und zwar kleine. Also für die 6 mm Perlen, da habe ich auch nichts. Ich habe nur größere. Sieht man es so? Das sind einfach mit weißen Steinchen. Warte, ich hole mal eins raus. Da, ne, kann man es, glaube ich, ein bisschen sehen. Lucky! Ist doch nicht Lucky! Es ist gut. Wer kratzt, kriegt nichts. Du musst warten. Ne? Schön warten. Ich glaube, das interessiert mich gerade gar nicht. So. 6 mm, ich gucke gerade, aber da noch 200 Stück, da steht's. Ja. Dann habe ich. Oh Mann, dann weiter. Passend zu den schwarzen Perlen auch noch weiße Perlen, aber natürlich keine Lava-Perlen. Ne? So einfache weiße. Also, die sind so ein bisschen marmoriert. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Mit dem weißen Hintergrund ist wahrscheinlich. Ja, schlecht. So, es sind auch alles Glasperlen, ne? Außer die Lavaperlen. Ja. So sehen die aus. 8 mm Perlen. Ein Strang. Das gleiche in rosa. Muss ich mal gucken, sind das hier die gleichen? Ich denke nicht. Ne, ist eine andere Farbe. Sind zwar beides 8 mm, eine andere Nummer. Sind zwar beides rosane 8 mm Perlen. Aber die hier sind auch, die sind genauso wie die weißen, ne? So ein bisschen marmoriert. Und. Tada. Dann die hier. Also für mich sehen die genauso aus, ne? Ich weiß nicht. Seht ihr da einen Unterschied? Also ich nicht. Die hier sind vielleicht so teilweise ein bisschen milchiger, aber generell sind es die gleichen Perlen. Jo. Dann habe ich noch mal weiße. Die sind so ein, die haben so ein, ja, die sind so ein bisschen wie so Mondsteinperlen, ne? Die haben so einen Schimmer. Ich hoffe, das kommt rüber, aber ich glaube ja, ne? Sind schon cool. 8 mm Perlen sind das auch. Dann habe ich hier solche. Also das ist kein Glas, das sind solche, ja, so Edelsteinperlen, ne? Ich sehe, die haben innen drin dann wie so ein Kreckelmuster noch. Oh, der Hund, Leute. Hör auf, bitte. Auch 8 mm ein Strang. Was haben wir denn noch an Perlen? Lass mich mal gucken. Ah ja, habe ich noch. Diese hier. Na. Auch schick, ne? So milchige. Lucky!
Lucky aus. Hört doch auf jetzt. Es wird überall rumgekratzt. Durch das Kratzen kommt kein Futter. Das kommt nicht von alleine, wenn man kratzt, Junge. So, hier habe ich die rosa nochmal in klein. Die muss ich euch jetzt nicht rausholen. Also nochmal in 6 mm. Hatte ich euch von dem blauen die Nummer gezeigt, ne? Und dann die rosa in 6 mm. Dann habe ich hier noch so schöne graue, grau-schwarz. Die sind auch cool. Auch so marmoriert. Das ist die Nummer. So. Nochmal die kleinen Rosen. Dann sind hier, das sind glaube ich die letzten Perlen, oder? Wartet mal. Ne, da habe ich die grauen nochmal in der Nummer kleiner. Oder? 8 mm. 8 mm, die sehen genauso aus. Eigentlich, aber guck doch mal, die sind doch kleiner. Also wenn das 8 mm ist und das, also dann stimmt aber irgendwo was nicht, ne? Weil die sind auf jeden Fall kleiner. Aber ist egal. Ne? Wenn euch die besser gefallen ist, dann hier die Nummer dazu. Ja. Dann habe ich die hier, die finde ich auch mega, ne? Das sind die mit diesem so ein öliger Schimmer, je nachdem, wie das Licht drauf fällt. Ne? Finde ich ganz toll. Das sind auch 6 mm Perlen. Die habe ich zweimal. Ihr merkt, irgendwie bin ich heute nicht so gesprächig. Ne? Ich weiß gar nicht, warum. Mir fällt auch nichts ein, was ich euch erzählen könnte. Mein Kopf ist irgendwie total leer. Ich war gestern beim Friseur. Ich muss mal gucken, ob ich noch die Woche ein Video mache, wo ihr mich von vorne seht. Ich habe mal nochmal eine komplette Typveränderung machen müssen. Meine Haare sind jetzt weiß, blond, rosa. Wartet mal. Könnt ihr das sehen? Ich finde es mega cool. Ja, wie gesagt, ich guck mal, ob ich noch ein Video mache. Und ein ganzes Stück kürzer. Also die waren ja bis auf den Rücken so lang und da fühle ich mich mittlerweile zu alt. Jetzt habe ich mir so einen Longbob machen lassen, vorne etwas länger und die Farbe halt komplett geändert und ich finde es mega cool. Ja, ich zeige es euch die Woche mal. Vielleicht stelle ich auch ein Bild auf Insta, ich weiß es noch. Mal gucken. Irgendwann bekommt das zu sehen. So, dann habe ich hier, die sind auch super schön. Ne? Guckt mal, wie die glänzen. Ne? So Rondelle, so Glasrondelle. Mit so einem Wahnsinnsschimmer. Also die sind irre, ne? Könnte ich mir sogar gut vorstellen, so ab und zu mal so eine zwischen die Lavaperlen. So ein Kontrast, ne? Das ist schon mega, oder? Das ist die Nummer. So, dann habe ich noch Buchstabenperlen mir geholt zweimal, weil ich gedacht habe, ich mache mal so Buchstabenarm, also so Armbändchen mit irgend so einem Wort drin. Und mir haben die bunten halt besonders gut gefallen. Ja, habe ich mir zwei Päckchen geholt, die waren auch nicht teuer. Das ist die Nummer. So, dann habe ich noch hier, die sind auch super schön. Ja, das sind so flache Scheiben im Prinzip. Meine Hunde, ne? Leute, meine Hunde, die sind psychisch gestört. Bella, was machst du? Die hat jetzt einen Teppich zurückgeschoben und leckt die Bodenfliesen ab. Die spinnt doch, hör doch auf. Der eine kratzt am Napf, die nächste leckt die Bodenfliesen ab. Also irgendwo habe ich was falsch gemacht, glaube ich. So, also, ne? Die sind alle so golddurchzogen, finde ich super schön auch. Auch die Farben sind cool. Ja, so von allem was dabei. Ja.
50 Stück sind das. So, dann habe ich noch diese hier. Diese schimmernden, holographisch schimmernden lilanen Herzen. Lila ist ja normal nicht so meine Farbe, aber ich fand die so schön. Ich muss die einfach zweimal mitholen. Ja. 50 Stück jeweils. Genau. Dann habe ich mir noch etwas größere Perlenkappen geholt nochmal. Warum, weiß ich gar nicht. Ich glaube, die Größe, da habe ich gedacht, bestimmt die wären noch größer. Weil von der Größe bin ich mir ziemlich sicher, welche zu haben. Aber ich glaube, keine, die so richtig Silber sind. Ich glaube, eher so Altsilber ist das, was ich oben habe. Ich weiß es nicht. Aber die gehen ja nicht kaputt, ne? Passiert ja nichts mit, wenn man die mehrfach hat. Ja, dann nochmal Rondelle. Größere, aber diesmal ohne Steine. Ne? Weil nicht jeder Mensch möchte Glitzer haben. Die sehen dann so aus. Also so ein bisschen griechisches Muster haben die da drin. Ne? Das sind auch 100 sogar. 100 Stück. Und dann habe ich mir solche Großlochperlen geholt. Die mache ich aber auch ganz normal hier bei den normalen, also für den normalen Perlen dazwischen. Und zwar mit, gleich schon mit dem Anhänger dran. Hier einmal die mit der Feder. Ich soll jetzt vielleicht in die Kameralinse halten, ne? Dann hilft es mehr. Oben sehen die so aus. Ja. Die habe ich zweimal. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir davon so viel geholt habe. Die haben bestimmt wieder mal nichts gekostet. Ah, nee, wahrscheinlich, weil es nur 5 Stück immer in einem Tütchen sind. Wenn ich nur 5 kaufe, meine ich ja immer, damit käme ich niemals aus. Ne? Das wäre ja viel zu wenig. Da liegen auch noch Sachen. Ah, das sind auch noch mal, ich die sogar zweimal geholt, ne? Die Perlenkappen. Ja, und dann habe ich hier, das war, ist dann, denke ich so, ne? Wie viele von denen hast du denn geholt? Ne? Wie viele verschiedene? Aber das sind alles gleiche hier. Ich glaube, das war auch so ein Pack, ne? Ein 10er-Pack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Und das sind die gleichen wie eben mit den Federn, nur mit Sternen. Ja, ups. Oh, 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 sorry. So, und die haben diese Nummer. Ja. Die. Und dann habe ich hier noch Verbinder. Die fand ich halt auch total schön. Deswegen habe ich die mitgeholt. Ach, da könnte man sowas ganz Schmales draus machen. Hier, guckt mal. So eine Herzlinie. Aber die fand ich, ist normal nicht so mein Ding, aber die fand ich echt schön. Ja. Die sind auch stabil. Also die sind gar nicht so, manchmal sind sie ja so dünn oder sowas, aber die sind echt gut gemacht und stabil. Jo, 5 Stück sind das. Und dann habe ich hier, das war auch so ein super Angebot, deswegen habe ich mir die geholt, ich habe gemacht. Und zwar, ich glaube auch 5 Stränge sind das, oder sind sogar 10 Stränge, ich weiß es gar nicht, was ich mache. Ne, ich glaube, das sind 10, ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stränge. Und da sind echt tolle Perlen drauf, ne? Guck mal. Die hier finde ich auch mega. Dann hier so flache. Die sind toll. Also es sind alles Glasperlen auch, ne? Mit so kleinen dazwischen. Und hier, ne? Diese langen. Richtig tolle Perlen sind das. Ja, da freue ich mich schon drauf, die alle mal auszusortieren. Nach Farben. Ja, die finde ich echt cool. Und wie gesagt, die waren gar nicht teuer. Also, boah, was, ich kann es echt nicht mehr sagen, wirklich nicht. Aber viel mehr wie 2 oder 3 Euro haben die niemals gekostet, weil mehr gebe ich dort nie aus. Für so ein Set oder so. Ja, die hier ist auch toll, so eine Glasperle einfach mit einem Schliff.
Ja. Und das, meine Lieben, war es. Ja. Ich hatte mir die Woche auch schon mal überlegt, mir einen Termin im Action zu holen, aber habe mir dann gesagt, nö. Erstens mal bin ich dabei, hier auszusortieren und soll mir dann nochmal immer mehr kaufen. Wäre jetzt nicht so schlau. Zweitens mal habe ich ja die meisten Sachen, die es jetzt hier gibt, ich zeige euch gerade mal noch die Nummer, die meisten Sachen, die es jetzt hier bei uns in Deutschland gibt, auch schon in Frankreich gekauft. Das Einzige wären noch die Stempelkissen gewesen, aber nur dafür in Action zu fahren. Dann mich unter den Zeitdruck zu setzen mit diesen 15 Minuten, habe ich gar keinen Bock drauf. Also ich warte noch ein bisschen, also bei uns im Saarland sieht es jetzt irgendwie so aus, da hat das Gericht das gekippt irgendwie mit diesen Termingeschichten. Da ist jetzt irgendeine andere Regelung, ich habe mir das noch nicht richtig durchgelesen. Aber da kann man jetzt, glaube ich, also zumindest mal bei uns in Saarbrücken in der Stadt ohne Termin auch schon in die Geschäfte, dürfen halt nur eine bestimmte Anzahl rein und ach, ich weiß es nicht. Das ist mir auch alles ganz ehrlich, es ist mir einfach zu kompliziert. Ich gehe erst dann wieder shoppen, wenn alles auf ist. So, fertig, aus. Genau. Jo. Jo, das war's, ne? Perlen halt, ja. Aber in dem, also in der Richtung kommt jetzt auch nichts mehr von mir erstmal, ne? Da habe ich, bin ich jetzt eingedeckt. Ich sortiere jetzt mal allen Kram weiter oben aus. Hatte jetzt halt, wie gesagt, Friseur und am Montag kriege ich mein neues Auto. Da muss ich mein altes Auto noch ausräumen, sauber machen morgen. Ich weiß deswegen nicht, wie ich morgen dazu komme. Für alle die, die mich schon angeschrieben haben wegen Papier. Ich habe euch in einen extra Ordner in meinem E-Mail-Fach gelegt. Ich vergesse euch nicht. Ich bin halt nur wirklich noch nicht dazu gekommen. Ja, ich hatte letztes Wochenende, musste ich noch alle meine ganzen Filzsachen habe ich verkauft, meine restlichen Harzsachen. Das war aber alles schon, war das klar, dass die Melli das kriegt. Und ja, das habe ich letztes Wochenende schon mal alles weggeschafft. Das waren 4 große Pakete. Und jetzt gucke ich, der nächste Schritt wird Papier sein. Ne? Und dann werdet ihr von mir Nachricht bekommen. Und entsprechend werde ich dann auch ein Video dazu machen. Ne, vielleicht nehme ich euch sogar mit beim Aussortieren. Mal gucken. Ja. Okay, dann war es das für heute. Ne, für alle die, die neu auf meinem Kanal sind heute, gerne den Kanal abonnieren. Drückt auf Abonnieren und dann die Glocke. Dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Allen anderen und euch natürlich auch danke ich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen Tag oder wann ihr auch immer guckt. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.